Dieses Video möchte ich dazu nutzen, euch die Seite gamecopyworld.com vorzustellen, und ich erkläre euch jetzt anhand der Seite auch, was ihr dort bekommt und was ihr von der Seite so habt. Also das ist die Startseite, wir betreten hier die Seite über Main 1, falls die mal offline sein sollte, könnt ihr eine der Mirror Sites nutzen. Den Dialog bestätigen wir hier mit Enter, dann kommen wir rein. Was uns interessiert, ist der Game Index, da brauchen wir die Seite gar nicht laden lassen, wir klicken hier einfach auf Game Index und bekommen jetzt eine Auflistung von PC-Spielen, also es geht hier hauptsächlich um PC-Spiele. Und damit ich euch mal die Seite ein bisschen erklären kann, schauen wir uns ein Beispiel an, und zwar Command & Conquer Generäle. Genau, da habe ich alles, was ich euch zeigen kann. So, die Seite stellt jetzt Cracks zur Verfügung, die es euch ermöglichen, das Spiel, das ihr natürlich vorher gekauft habt, ohne CD spielen zu können. Inwiefern das jetzt in eurem Land legal ist, kann ich euch natürlich nicht sagen. Und es gibt da in der Regel zwei Arten, wie ihr das realisieren könnt, ohne CD zu spielen. Einmal halt wie mit den schon angesprochenen Cracks, das sind die No-CD-Cracks. Die sind hier mit diesem No-CD, steht da normalerweise da, aber Fixed Exe. Also Fixed Exe ist der No-CD-Crack. Da könnt ihr dann quasi, da wird eine Datei heruntergeladen und ihr habt diese Datei auch schon, nur eure wird ersetzt mit der heruntergeladenen. Also meistens ist das die Exe-Datei vom Spiel und die befindet sich dann im Spieleverzeichnis. Das kann also bei Generals, weiß ich jetzt zum Beispiel, da werden mehrere Dateien ersetzt. Das ist dann aber in der README normalerweise angegeben, was da ersetzt werden muss. Dann gibt es noch alternativ die Fixed Image, das sind Mini-Images in der Regel. Wir können hier mal gerade draufklicken, dann sehen wir das. Jawohl, das ist hier nur 573 KB groß, also das ist eine ganz kleine Datei. Und die wird dann entweder, also die muss gemountet werden, also entweder in Daemon Tools oder in Alkohol, 120 oder ich glaube 52% heißt das andere, ne? Ja. Auf jeden Fall müsst ihr die dann mounten und könnt das Spiel dann ohne irgendwie Ersetzen von Dateien starten. Das hat den Vorteil, dass das für jede Version funktioniert und auch ihr könnt auch immer Updates machen, weil bei den No-CD-Cracks kann es sein, zum Beispiel, wenn ihr die Version 1.0 habt und crackt diese, und macht dann, und das Spiel möchte dann ein Update auf Version 1.1 machen, kann es sein, dass es erkennt, dass die Exe-Datei, also die ihr ersetzt habt, nicht vom Originalspiel ist und verweigert dann das Update. Das kann euch halt bei so einem Fixed Image nicht probieren, nicht passieren. Nachteil ist natürlich immer, dass ihr es eben vor dem Spielstart immer in Daemon Tools einbinden müsst. Ja, das sind so die Hauptpunkte, die wichtig sind zum Runterladen. Ihr könnt euch ja die Seite ein bisschen anschauen, da gibt es auch dann auch zum Beispiel, hier gibt es dann auch Träne und man kann bestimmte Sachen freischalten, aber für viele wahrscheinlich interessant, ein Spiel ohne CD zu starten. Wir können auch mal hier beispielsweise eins runterladen. Also zum Runterladen klicken wir hier auf dieses Diskettensymbol. Dann öffnet sich noch ein neues Fenster in Firefox mit etwas Werbung. So, jetzt können wir hier die Werbung überspringen. Und können uns hier einen der Mirrors heraussuchen. Alles in Online, also klicke ich einfach einen an. Und jetzt kommt auch schon der Dialog zum Dateispeichern. Ich lade ihn natürlich jetzt nicht herunter, aber so könnt ihr sie eben dann herunterladen.